So, jetzt könnten wir online sein, tatsächlich. Ich stelle es nur noch ein für die Kinder, dass die auch zugucken können. Ja. So. Ja. Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Hoffe ich. Bis jetzt haben wir noch keine Angaben. Aber ist okay. Die kommen gleich. Ja. So. Und die kommen alle 5 Minuten später. Ja. Nee, oh, die sind schon da. Ach super. Ja, hallo. Also Hannes macht noch schnell die Sachen für John und Noemi fertig, dass sie uns auch mitgucken können, weil das möchten die gerne. Ja. Und so, hier dann runter ans Ladegerät in der Küche. Können wir auch gleich anfangen. Also heute ein sehr spannender Tag für mich. Für uns? Ja. Also wir sind natürlich hauptsächlich Musiker, die Lieder von anderen darstellen, singen, performen. Und heute dürfen wir mal spielen unsere eigenen Lieder. Also sind eigentlich Lieder, die Leute noch nicht so gut kennen. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Genau, vielleicht erlangen wir ja damit ein bisschen größeren Hallo. Marion ist da, Rebecca ist da, Carsten Scherer ist da. Michelle, Gerti, Markus und Nadine, Andrea. Super, es sind alle da. Patrick. Können wir loslegen? Seid ihr soweit? Ja. Also wir wollen eigentlich anfangen mit das Lied, womit wir angefangen haben. Mit dem Lied, womit alles angefangen hat. Und zwar eine kleine Geschichte dazu. Nicole hat mal an einem Talentwettbewerb teilgenommen, auf Fuerteventura noch. Und da musste man tatsächlich mit einem eigenen Lied auch antreten. Und da haben wir uns hingesetzt und haben dieses Lied geschrieben. Also sie hat einen Text geschrieben und ich habe mir den Text dann vorgenommen. Und dann ist das hier dabei entstanden. Wie ist Mono? Oh, warte mal. Ha, guck mal. Hoppala. Da, ja. Kein Wunder, kein Wunder, kein Wunder. Gott sei Dank, jemand hat aufgepasst. Jemand hat aufgepasst, super. Okay, dann erkläre ich nochmal, dass du heute in der Kirche warst zum Aufnehmen. Und das Mikrofonkabel. Weil morgen gebrauchen. Sonntag ist und Hannes auch gerne hat, dass morgen die Menschen trotzdem einen Gottesdienst verfolgen können. Aber jetzt sollte es doch. So, gleich haben wir das Ding nochmal raus. Und dann kannst du es besser sehen. So, kannst du sehen, dass du Fussel auf dein T-Shirt hast? Ja, super. Ich habe die Fusselrolle nicht mehr gefunden. So, jetzt sollte es aber Stereo sein. Ist oder? Es Stereo? Sind wir in Stereo? Ja, jetzt müsste es auf jeden Fall. Mega. So, ein Stückchen Tee noch. Ja. Und haben wir ganz vergessen. Da, 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 bam, bam. Oh, Wieland ist jarig. Ja, dann singen wir nachher auch mal ein kleines Happy Birthday. Okay. Sofern er dann in Zukunft. Okay, Zukunft. Also, ja, jetzt in Stereo, das Lied heißt I am yours and you are mine. Okay, super. Over.
Das war unser erster gemeinsamer Song. Anfang geschafft. Vor so ziemlich genau 10 Jahren übrigens geschrieben. Ja. 2010. Ja. Ja, im Frühling, glaube ich sogar. Ja. Ja, also ein 10 Jahre altes Lied und hat kaum was eingebüßt von seiner Strahlepracht. Ja. So. Jetzt kommt ein etwas neueres Lied, wenn nicht sogar das allerneueste. Ja. Oh. Oh. Seid ihr noch da? Hallo. Ah, jetzt weiß ich was hier. Alles klar, ja. Ja. So. Ach, du warst auf deinem Dings. Hier auf das so. Touchpad. Das muss ich mal. Also wegtun. Wir haben ein CD aufgenommen vor 5 Jahren. Ja, vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. 4 Jahren. Und ja, erzähl. Das ist auch käuflich zu erwerben. Genau. Das heißt Short Sighted von Honey Pepper. Das sind wir als Band. Und schön im Licht, ja. Ja, so. Und dieses Lied, was wir jetzt singen, steht nicht da drauf, weil wir natürlich angefangen haben, neue Lieder zu schreiben. Und ja, das ist jetzt noch nicht ausgebracht, aber wird dann hoffentlich dieses Jahr noch kommen. In Kürze, also wir haben schon einige Titel zusammen und in Kürze erscheint dann eben das nächste. Ihr könnt die CDs übrigens auch bei Deezer hören, bei Spotify und ihr könnt sie auch bei allen gängigen CD-Musikläden auch vorbestellen. Unter anderem sollte es auch im Mediamarkt zu bestellen sein. Hm. Oder ja, auch bei so. Amazon oder so. Ja. Genau. Also. Oder bei uns. Oder direkt natürlich bei uns. So, aber dieses Lied ist, glaube ich, das frischeste, was wir heute im Programm haben, von denen, die wir geschrieben haben. Das hat noch keiner von euch gehört. So, also, es geht los. I'm always afraid that I'm not good enough. I can't let go, and I keep fighting, but I won't give.
Und jetzt lese ich hier in den Kommentaren auch schon, dass einige wissen wollen, wo man die CD bekommt. Also, wenn ihr eine CD haben wollt, dann kontaktiert uns ganz einfach über Facebook oder über meinetwegen auch über Handy oder wenn man sich sonst über den Weg läuft. Auf jeden Fall diejenigen, die hier in Schöffengrund und Umgebung sind. Wer von weiter weg ist, schreibt uns einfach eine Nachricht hier über Facebook und dann kriegen wir das schon alles oder geregelt. WhatsApp. Oder WhatsApp. Ja, genau. So, und jetzt... Nicole, heute schaust du so angestrengt. Das ist nicht angestrengt, ich habe einen Sonnenbrand und deswegen habe ich einfach einen knallroten Kopf. Ein knallrotes Köpfchen drauf. Es war auch heute so sonnig und wir waren spazieren und ich habe einfach Sonnenbrand geholt. So. Danke, Walter Mara. Ja, und danke für alle anderen, die geschrieben haben, dass es ihnen gefallen hat. Ja. So, jetzt kommt ein Lied, was wir schon mal gespielt haben für euch, was auch noch so neu ist, dass es auf dieser CD nicht drauf ist. Das ist aber nicht schlimm. Das soll auf keinen Fall euch vom Kauf der CD abhalten. Sehr gut gelungenes, finde ich. Ja. Ja, natürlich bekommt ihr die neuen, Rebecca, die neuen Lieder, die bekommt ihr natürlich auch. Also wir kümmern uns darum, dass dieses Jahr noch die CD rauskommt. Ja. Versprochen. Und die bekommt ihr dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen, also bei uns.
Wir sind die bekanntesten. Ja, wir sind die einzige bekannte Vorverkaufsstelle für unsere CD. So. Das nächste Lied. Ja, das ist eigentlich unser, sollte unser Sommerhit des Jahres 2016 werden, ist aber nicht geworden. 2017 auch nicht, 18, 19 brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber trotzdem ist es ein sommerliches Lied. Richtig, und unser Vorzeige-Hit von der CD. Haben denn einige von euch sich mal den Clip angeguckt, diesen Low-Budget-Clip, der an, auf der ganzen Welt gedreht wurde? In Rio, Washington, Mexiko. Gran Canaria und Wetzlar. Und Schöffengrund. Ja. Ja. So. Also, jetzt geht es natürlich weiter mit unserem Top-Hit. Na gut, der war immerhin in einem Internetradio Nummer 1. Ja. Ein paar Wochen lang und läuft da jetzt auch noch regelmäßig. Unser Top-Hit, Call Me Now. Hast du dein Ei? Habe ich mein Ei? Wo ist denn dein Ei? Ich habe hier ein Ei. Ich habe hier auch ein goldenes. Ich möchte das goldene Ei. Nein, hier kriegst du das goldene Ei. Deswegen bin ich speziell aufgestanden. So. Zuschauer begrüßen, üdvözlöm a magyar nézőket, tehát ma kizárólag saját számokat játszunk, amiket mi ketten komponáltunk. Nicole írta a szöveget, én meg a dallamat és az akkordokat, és örülök, hogy itt vagytok és néztek minket. Viszont nochmal auf Niederländisch was sagen? Ich habe doch gestern eigentlich alles gesagt. Für alle Nederlandse mensen die kijken, dit zijn de nummers die we zelf geschreven hebben. Dus Hannes en ik samen, ik de tekst en Hannes en ik samen de muziek, nou ja, Hannes de muziek en ik de melodie. Dus daar hebben we daar een cd van gemaakt. En we schrijven ook nog meer liedjes, ja, zodat er nog meer cd's komen, hopelijk. Die de mensen toch niet kopen, maar dat geeft niet. Okay, and to all the other international users or watchers, viewers,
We play only own songs tonight. We made already one CD, which you can also buy if you can, if you want to contact us. Da hat ha valaki akarja CD-t vásárolni, írja nekünk. And we are playing some songs from the CDs and some other songs which are not out yet. On CD yet. So. Oh nein, das habe ich jetzt. Ja, was machst denn du? Mach auf Abbruch. Ich mach nur Quatsch. So, okay. Alles gut. Und jetzt kommt das deutsche Lied. Das genau. Tauflied. Unser Tauflied. Was wir für die Massentaufe. Ja, genau, wir hatten eine Massentaufe hier in Schwalbach. 6 Kinder wurden in einem Gottesdienst getauft. Und ja, unsere Tochter war dabei. Und unter anderem auch für sie haben wir dieses Lied geschrieben. Liebe. Ja. Also und ja, einfach ein sehr wichtiges Lied für uns und unsere Familien und naja, gut. Ja, aber ich glaube, diejenigen, deren Kind getauft wurde, die sollten das auch auf CD schon bekommen haben. Wenn nicht, einfach nochmal bei dir melden. Also das, da haben wir eine kleine Sonderauflage mal gemacht. So, aber was kommt denn jetzt Schönes? Rejection. Oh, wieder ein etwas neueres. Ich mach nochmal so. Ja. Okay. Kann ich es größer machen? Ich habe nämlich keine Brille auf. Du brauchst
du auch gar nicht. Du siehst gut genug aus. Und ich sehe vielleicht auch besser aus, wenn du keine aufhast. So. Quatsch. Also. Du siehst doch prima aus. Okay. Gut. Warte. So, jetzt. Willst du was dazu sagen oder soll einfach Lied loslegen? Ich weiß noch, dass wir das in der alten Wohnung geschrieben haben, als wir bei Severin unten gewohnt haben. Da saßen wir auf dem Sofa. Nicole hat mir den Text gezeigt. Ich habe die Gitarre in die Hand genommen und. In zwei Minuten war das Lied fertig. Also es waren drei. Dreieinhalb. Hm. So, also. Können wir? Ja. Screenshot, ja, ja, ja. Egal, haben wir die zweite zweimal gesungen. Auch okay. Jetzt müsst ihr eine CD kaufen, zu wissen, wie das Lied zu Ende geht. Genau, zumindest mit welchem Text. Aber hier haben wir auch noch eine andere schöne CD. Denn das Lied, was wir eben gespielt haben, ist noch nicht erschienen. Noch nicht offiziell. So. Gott sei Dank kennt das eh keiner, ist ja kein Problem. Okay, so. Wie geht's denn nun weiter? Ich schau mal, ich werfe mal einen Blick auf die Liste. Bist du nicht dran? Ja, oh, jetzt bin ich dran mit einem schönen Lied. Hoffentlich kriege ich den Text noch auswendig hin. Also. Wisst ihr nicht, was über das Lied? Natürlich will ich das. Das Lied ist eigentlich sehr, sehr wichtig, was uns beide betrifft. Ja. Denn es war so, Nicole hat. Ach, kriegen wir diese Geschichte wieder. Ich fasse es kurz. Hat ein Auge auf mich geworfen. Ich war zu doof, um das zu merken. Und als ich es dann gemerkt habe und mal die Fühler in ihre Richtung ausgestreckt habe, hat sie mir erstmal einen Korb gegeben und dann war ich natürlich bitter enttäuscht und habe dieses Lied geschrieben in meiner Frustration.
this will make the day so empty. All day long I don't know what to do. As more I look for answers, I got crazy. It's hard to know that now I'm losing you. I wish I could just talk with you for hours. I wish I had you here now by my side. I wish that I could turn back the time. I wish I had laid down this foolish pride. Das habe ich ihr dann 2 Tage, nachdem ich es geschrieben habe, am Strand von Morochable im Mondschein vorgespielt. Ja, und dann konnte sie nicht mehr Nein sagen. Ja, ja, das genau. Zum Glück ist es nicht beim Korb geblieben. Ja? Nein. Ich weiß schon, wie man das anstellt. Nein. So, ich habe dann im Nachhinein gedacht, wie kann ich denn so dumm sein, weil eigentlich war er ja natürlich derjenige, die ich eigentlich schon vom Anfang an gedacht habe, ah, das ist total mein Mann. Und ja, dann konnte ich auch nicht länger Nein sagen. Ja, aber ich habe ja nicht nur ein Lied für dich geschrieben. Nee, das ist noch nicht. Ach so, okay. Das ist übrigens auch ein Lied, was du geschrieben hast, ja, was ich nur singe. Genau. Fuchs okay. Kann man nicht lernen. Ja. So. Ja. Also, es ist ein bisschen jazzy, würde ich sagen. Ja. Jazzy. Also, wenn jemand von euch Jazz mag, dann hier ist was für euch. Wenn das nicht mag, Pech gehabt. Müsst ihr jetzt nicht. Thank you.
When I think of you. Genau. Das ist auch schon ein. Ja, das hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. So, und das war auch schon. Das war's auch schon. Das war offiziell das letzte Lied. Gut, aber es sind auch schon 39 Minuten. Oh, wir sind auch schon so lange auf Sendung. Ja, jetzt wollen die eigentlich langsam mal ins so Bett gehen, ja. Fernsehen gucken und so und andere Sachen machen. Ja. Na gut. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht darf ich noch ein Liedchen singen. Ich denke schon. Die werden gleich. Aha, okay, ja, dann, okay. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Du musst noch ein bisschen warten, bis du ins Bett gehen kannst. Ah, wir haben ja auch noch. Wir haben noch. Genau. Also, das ist wieder ein Lied, was auf der CD drauf ist. Ja. Ein sehr schönes Lied. Von einigen habe ich schon gehört, das ist sogar deren Lieblingslied auf der CD. Ja, es ist auch einer meiner Lieblingslieder. Also ich habe mich, wenn ich schwanger war von Noemi, mit Noemi, nicht mit von, Noemi. Von mir warst du schwanger. Ich war von dir schwanger mit Noemi. Ja. Und dann habe ich entschieden, dass ich nochmal mein Studium zu Ende machen möchte, also mein Gesangsstudium. Und die haben mir gesagt, als Abschlussprojekt soll ich ein CD machen. Und dann haben wir mit dem CD angefangen. Ich habe dann danach nochmal ein Abschlussprojekt-CD gemacht. Aber dann haben wir quasi angefangen, wirklich so zusammen öfter mal Lieder zu schreiben. Und dies war eigentlich das erste Lied, was uns da Ansatz... Ja. Ja. Also das war unser Startschuss für regelmäßig Lieder schreiben. Genau. Das haben wir im Sommer 2015 geschrieben. Der Text war schon etwas früher fertig und die Ausarbeitung, die ist dann auf dem Campingplatz passiert. Also auf dem Campingplatz waren wir im Sommerurlaub mit John und dann haben wir uns abends hingesetzt vor das Zelt mit der Gitarre und dabei ist dieses Lied entstanden. Da haben wir übrigens auch schon mal gespielt bei irgendeinem Abendprogramm. Genau. With a smash, you threw it away. My life, my love, in pieces on the ground. I only watch as the pieces shatter. I can't believe it, you just walk away. That you're broken and now you break me. Lightning strikes straight through my heart. I look at the pieces, unable to grasp it. My life and my love have fallen apart. With a flash, I try to think back. My life, my love, together as one. My head starts to spin. As I see you leaving, what has just happened? Where did we go wrong? You say that you're broken and now you break me. Lightning strikes straight through my heart. I look at the pieces, unable to grasp it. My life and my love have fallen apart. You say that you're broken and now you break me. Lightning strikes straight through my heart. I look at the pieces, unable to grasp it. My life and my love have fallen apart. Strike straight through my heart. I look at the pieces.
senses unable to grasp it. My life and my love have fallen apart. You say that you're broken and now you break me. Lightning strikes straight through my heart. I look at the pieces unable to grasp it. My life and my love have fallen apart. You say that you're broken and now you break me. Lightning strikes straight through my heart. I look at the pieces unable to grasp it. My life and my love have fallen apart. Ja, bevor wir uns jetzt gleich komplett verabschieden, möchte ich erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen an alle, die kräftig die Werbetrommel für uns gerührt haben. Sei es, indem ihr auf Facebook unseren Beitrag geliked, geteilt oder kommentiert habt oder auf WhatsApp. Also ich bin ja richtig sprachlos. Ihr habt das echt wahnsinnig toll gemacht. Ja. Sensationell ist das treffende Wort, Bianca. Also ganz, ganz lieben vielen Dank. Und wir haben die 100er Marke haben wir leider nicht geschafft, aber ich finde es auch so eine beachtliche Quote im Schnitt so zwischen 50 und 60 Zuschauern bei unseren eigenen Liedern. Das super ist, durchgehalten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für alle, die es geteilt haben. Ihr seid großartig. Ja, sehr, sehr lieb. Und An dieser Stelle nochmal zur Erinnerung. Wenn ihr eine CD haben möchtet, dann meldet euch einfach bei uns. Egal auf welchem Wege. Ihr habt Wege über Facebook, über WhatsApp oder könnt uns auch persönlich ansprechen. Und wir kümmern uns dann darum, dass ihr eine bekommt. Genau. Und dieses Jahr kriegen wir die zweite noch fertig. Genau. Und dann sagen wir auch alle Bescheid. Dann gibt es das nächste Honey Pepper Live-Konzert mit Albumvorstellungen. So, natürlich können wir euch nicht... Es kommt Queen. Nein, Queen kommt jetzt nicht. Es kommt auch kein Kazoo mehr. Aber Rebecca hat sich das Lied, glaube ich, schon mal gewünscht. Ja? Ich glaube, das war jemand anders. Oh. Aber ein Lied spielen wir natürlich. Wir spielen noch das Eröffnungslied von unserer CD. Das ist ein Lied, was Nicole für Hannes geschrieben hat. Für mich geschrieben hat. So, und ja. Ja. Just knew he was the one. Never.
Ja, das war unser Honey Pepper Special für euch mit unseren eigenen Songs. Ja, ich hoffe, sie haben euch gefallen. Das hoffe ich auch. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das haben wir uns trotzdem sehr viel Mühe gegeben und war es ganz, ganz toll, dass ihr dabei wart und es euch angeschaut habt. Und ja. Ja. Morgen machen wir wieder Wunschhits. Ah, ja. Also, ihr könnt gerne mal auf unserem YouTube-Kanal, die Empfehlung mache ich eigentlich viel zu selten, wir haben auch einen YouTube-Kanal eingerichtet, wo ihr eben alle unsere Konzerte nochmal angucken könnt. Und da wird auch in Kürze dieses hochgehen. Und ihr könnt euch da mal durchgucken, es sind auch alle Lieder aufgeschrieben. Und da könnt ihr euch mal raussuchen, was ihr denn gerne nochmal von uns hören möchtet. Ihr könnt uns entweder vorher kontaktieren oder auch live während der Sendung was wünschen. Mal gucken, wie es gerade passt. Ja. Spielen wir die Titel dann. Also morgen wieder 20.15 Uhr die Wunschhits für euch. Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt einen Like. Diesmal der Honey Pepper Seite. Honey Pepper. Ja. Dann den neuen Zuschauern der Duo Pepper Seite. Nicole Den L, Singer und Hannes, meine Wenigkeit. So. Linger. Oh ja. Oh. In diesem Sinne, ist das schon ein Wunschhit für morgen? Ja, ja. Das okay, ist das besprechen wir dann später. War schon länger, ja. Also, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr so fleißig eingeschaltet habt und dabei wart. Und wir sehen uns morgen wieder, 20.15 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund. Und bleibt zu Hause. Tschüss. Habt euch lieb. Tschüss.